Hallo und herzlich willkommen bei der Procreate Art Factory in der Kategorie Kurz und Knackig. Es geht ja bei diesen kleinen Videos darum, dass wir einige Funktionen des Programms kurz vorstellen, damit ihr dann im Anschluss damit künstlerisch kreativ umgehen könnt. Denn wenn man sich so ein Programm anschafft, dann ist man erstmal wahrscheinlich ziemlich überwältigt von dem, was alles möglich ist. Und vieles wird ewig dauern, bis man darauf kommt. Deswegen ist es immer ganz gut, man hat irgendjemand, der einem erklärt, was da alles möglich ist. Und das mache ich in diesem Moment. So, worum es heute geht, ist, dass wir einfach mal ein Foto einfügen in unsere Datei. Und was wir vorher natürlich auch immer schon machen können, wir können Fotos natürlich auch bearbeiten im Vorfeld. Das wissen die meisten auch von ihren Handys. Ich will es noch mal ganz kurz erläutern für alle, die in dem Bereich noch nicht so viel gemacht haben. Wir öffnen letztendlich unsere Fotos. Ich habe hier eine Fotografie, wo es um Venedig geht. Ich finde, es ist sowieso eine ganz unglaublich schöne Stadt. Und ich habe jetzt muss ich aber nach unten gehen, hier relativ viele Fotos, wo es um genau diese Stadt geht. Ach, hier, guck mal, da sind sogar meine Hunde mit dabei gewesen, auch ganz wunderbar. So, und ich nehme allerdings etwas ganz anderes, und zwar eine etwas verzerrte Perspektive auf die oberen Bereiche der Rialto-Brücke in Venedig. So, was ihr hier ganz einfach machen könnt, wenn es ums Bearbeiten geht, ihr könnt auf der einen Seite über diese Funktion eure Arbeit beschneiden. Ja? Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Ich habe da vorher einen Screenshot gemacht und die anderen Sachen, die hier drauf sind, die schneide ich jetzt einfach mal kurz weg. Dann haben wir das schon mal. Ich kann aber auch, wenn man Sachen schief aufnimmt, sagen, ich verändere den Winkel des Fotos so, dass es wirklich parallel sitzt über dieses Symbol. Oder ich kann es auch drehen. Das heißt, ich kann über diese Geschichte auch hergehen und die Fotos drehen, wenn mal etwas nicht ganz gerade ist, was man unbedingt gerade haben möchte. Und was ich aber auch eben ganz schön finde, wir haben hier eben auch nochmal diesen kleinen Drehknauf mit verschiedenen Funktionen. Entweder machen wir etwas automatisch. Wir können also links immer die Sache antickern, die wir verändern möchten. Dann haben wir rechts immer die Skala, auf der wir etwas verändern können, auf der wir dann festlegen, in welche Richtung und wie stark wir etwas verändern. Nehmen wir nochmal diesen Bereich hier. Das ist die Brillanz. Wenn ich jetzt in diesen Bereich gehe, merken wir, die Kontraste werden stärker, die Farben werden ein bisschen kräftiger. Wenn ich in die andere Richtung gehe, wird es eher ein bisschen müder und dunkler. Brillanz ist natürlich auch ein sehr subjektiver Wert. Wenn wir jetzt auf die Kontraste eingehen, da kann man das ein bisschen schöner sehen. Ich drehe den Regler so, dass die Kontraste verstärkt werden und ich habe ein stärkeres Hell, ich habe ein stärkeres Dunkel. Wenn wir hier drauf gehen, die Helligkeit, ich schiebe den Helligkeitsregler entsprechend nach oben und das Foto wird in Gänze heller. Oder wenn wir hier die Sättigung haben, ja, ich kann das Foto so regulieren, dass die Sättigung einfach zunimmt. Der Himmel wird noch ein bisschen blauer. Oder ich kann die Farbtemperatur verändern. Ja? Das Ganze wärmer oder kühler machen. Und schon verändern wir Fotos ganz hochgradig in einer Form, die, wo man früher unendlich viel Zeit zu gebraucht hätte. Das geht hiermit ganz einfach. Geht da einfach durch, guckt euch die einzelnen Sachen an, probiert es wirklich aus. Das geht am einfachsten, um auch hier zu gucken, was kann ich alles verändern. Ich würde es jetzt hierbei auch mal belassen. So, und wenn ich jetzt dieses Foto bei mir einspeisen möchte sozusagen, dann gehe ich in mein Procreate, ich habe meine Seite, ich weiß, es ist ein Querformat, drehe das Blatt also einmal um, gehe auf meinen Schraubenschlüssel oben links, achte darauf, dass in dem oberen Menüpunkt der linke Punkt hinzufügen blau aktiviert ist und dann gibt es hier den Punkt Foto einfügen. Dann greift das System zurück auf meine Fotos und da habe ich schon das Foto, was ich gerade bearbeitet habe. Jetzt mache ich das ein bisschen größer und jetzt kann ich, und das ist eben das Spannende auch hierbei, hier natürlich auch nochmal das Papierformat so festlegen, dass es deckungsgleich mit den Proportionen des Fotos einhergeht. So, dazu würde ich jetzt ganz einfach wieder auf den kleinen Schraubenschlüssel klicken. Ich würde hier oben in der oberen Menüleiste den Punkt Leinwand anklicken und dann beschneiden und Größe ändern. Dann funktioniert es eigentlich genauso, wie ihr es auch kennt von den üblichen Fotobearbeitungsprogrammen. Ich schiebe einfach die Seiten so passgenau auf das Foto, dass es passt. Gehe auf Fertig und schon haben mein Foto und auch mein Papier
das exakt selbe Format. Hier habe ich noch einen kleinen Streifen übersehen, den ignoriere ich jetzt aber mal. So, was man jetzt natürlich auch mit so einer Fotografie noch machen kann, was ich auch ganz aufregend finde, wir können ihr in Gänze nochmal einen Farbton verleihen, einen anderen. Wenn ich mir hier zum Beispiel raussuche, ich nehme jetzt mal, bleiben wir ruhig mal bei den Türkis und versuchen das Foto mal noch türkisfarbener zu machen, dann kann ich diesen Farbpunkt irgendwo hier auf das Foto ziehen und schon wird das komplette Foto mit diesem Türkis überladen. Es ist ein bisschen, kommt es darauf an, wo ich den jetzt hinziehe. Wenn ich eine helle Farbe habe und das Türkis ist ja relativ hell und ich ziehe das auf eine ähnlich helle Farbe, ist die Einfärbung geringer. Wenn ich das jetzt in den Himmel ziehe, wo sowieso relativ viel Türkis ist, habe ich nur einen Schimmer. Wenn ich das jetzt aber auf die Dunkelheit ziehe, die ja sehr, das ist ja eigentlich ein Extrem innerhalb der Fotografie, dann wird das Ganze extrem stark ausgefärbt und wir haben einen komplett anderen Einblick auf dieses Foto. Das heißt, jetzt habe ich, ihr seht das an dem Himmel, viel mehr die Dunkelheiten eingefärbt als als die Helligkeiten tatsächlich. So, und so wie wir jetzt aber diesen Farbpunkt hier reinziehen können, können wir natürlich auch mit anderen Bereichen des Programms das ganze Bild farblich nochmal verändern. Gehen wir auf unseren Zauberstab und gehen wir auf den Bereich Farbton, Sättigung, Helligkeit. So, das machen wir jetzt mal. Jetzt geht es mir darum, dass wir die ganze Ebene verändern. Das ist ja eine Fotografie. Jetzt kann ich zum einen hergehen und sagen, ich möchte das Foto in Gänze heller oder dunkler haben. Das ist also ein ähnliches Element, wie wir es vorher im Bearbeitungsprogramm auch schon hatten. Das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht groß verändern. Das lasse ich jetzt mal so, wie es ist. Ich kann nochmal an der Sättigung drehen. Ich kann jetzt also sehr viel gesättigter machen, sofern das hier noch geht, oder die Sättigung wirklich runterschrauben bis zum Schwarz-Weiß-Bereich. Ja? Das heißt, hier würde ich jetzt mal auf maximale Sättigung gehen. Ich liebe einfach dieses Türkis. Oder ich könnte jetzt eben auch sagen, ich versuche hier unten an dem Farbregler verschiedenste Farbvarianten auszuprobieren, um mich dann wirklich festzulegen, was ich letztendlich als Farbe haben möchte. Das Rot ist natürlich auch, sieht fast ein bisschen diabolisch aus, muss ich sagen. Also auch hier haben wir Möglichkeit, die Farbe nochmal wieder zu verändern. Und wenn wir über den Zauberstab auf Farbbalance gehen, auch wieder auf Ebene, dann können wir zum einen sagen, auf der rechten Seite ist so eine kleine Sonne, da können wir sagen, wir bedienen jetzt die Schatten, die Mitteltöne oder die Glanzlichter. Das heißt, hier bin ich jetzt auf Schatten. Wenn ich sage, bei den Schatten möchte ich zum Beispiel das Ganze noch mehr Richtung Cyan haben, dann merkt ihr, dass die dunklen Bereiche sich so ein bisschen bläulicher einfärben. Oder ich möchte es Magenta haben, dann kommt so ein Violettton damit rein. So, und wenn ich jetzt sage, ich drehe das mal wieder zurück, ich möchte eher die Mitteltöne bedienen, dann sieht man das vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher, wie das Magenta in diese ganze Mitteltöne mit reingeht. Oder wenn ich jetzt wenn ich das Magenta rübernehme, sich das entsprechend in diese Mitteltöne einschleicht. Also hier haben wir auch nochmal eine Möglichkeit, das Foto in den Farben sehr stark zu verändern. Das war's schon. Mehr möchte ich dazu erstmal gar nicht sagen. Trainiert das einfach mal. Nehmt euch verschiedene Fotos, bringt in euer Programm, probiert diese Farbveränderungen mal aus und guckt, wie ihr damit kreativ umgehen könnt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und nächstes Mal gibt es eine neue Funktion, wird jetzt wieder heißt Procreate Art Factory, kurz und knackig. Und jetzt viel Spaß und noch einen ganz schönen Tag. Bis bald.